Du hast im Endeffekt einen Stift in der Hand und schreibst deine eigene Story. Und lass dir diesen verdammten Stift bitte nicht aus der Hand nehmen. Leute, ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich bin. Aber Gott sei Dank habe ich ja ein Navi. Und es war bei mir im Leben schon oft so. Ich wusste nicht ganz, wo ich bin. Aber ich wusste immer ganz genau, wo ich hin wollte. Und jetzt habe ich auch Gott sei Dank nicht nur fürs Auto Navi, sondern auch für mein Leben. Und ich will euch heute ein bisschen über meinen Traum erzählen, über meinen German Dream, auch als Amerikaner hier in Deutschland. Und bevor wir jetzt anfangen, noch ein, zwei wichtige Dinge. Und zwar, machen wir erstmal das Fenster kurz hoch, jetzt setzen wir euch ganz kurz ab und machen den Motor aus. Also die Defi-Phase, die läuft gerade extrem gut. Und wir sehen uns bald, und zwar am 19.05. diesen Monat macht in Saarbrücken das neue Fit One auf. Und auch am 26. in Wien, es werden richtig Hammer-Events. Simeon, Panda, Sido, ich werden am Start sein, viele Marken, viele Brands, kostenloses Catering, also Buffet, Essen, man kann das ganze Gym anschauen, sich für einen Hammer Aktionspreis auch anmelden, also es wird richtig geil. Wir sehen uns also bald. Und jetzt zum eigentlichen Thema des Videos, und zwar, mich fragen immer extrem viele Leute, Karl, du lebst doch im Endeffekt dein Traumleben, und ja, für mich ist es wirklich so, mein Traumleben. Aber bei mir fing es alles auch wirklich ganz anders an. Und dazu will ich euch jetzt eine Story erzählen. Aber nicht nur die Story erzählen, sondern dann auch wirklich ein paar Punkte aufzeigen, die für mich extrem wichtig sind. Und ich glaube auch für jeden da draußen, egal wie alt, weil zu mir kommen auch 50, 60-jährige Männer und Frauen und sagen, sie wollen neu anfangen. Sie wollen einfach mehr vom Leben. Sie denken sich, hey, kann das schon alles sein? Job, bisschen unzufrieden. Muss ich mich damit jetzt im Endeffekt abgeben? Oder gibt's noch mehr? Und ich habe mir auch wirklich diese Frage schon extrem oft gestellt. Und ich wusste immer früher ganz genau, was ich wollte. Also ich wollte im Endeffekt ein richtig geiles Leben. Ich wollte Personal Trainer sein von bekannten Leuten. Ich wollte, dass Hunderttausende von Menschen mich kennen, meine Fitnessprogramme machen. Ich wollte ein Ferrari haben. Ich wollte meiner Mutter ein Auto kaufen. Ich wollte, dass meine Eltern, mein Vater immer sagen kann, hey, wow, das ist mein Sohn. Auf den bin ich stolz, dass meine Schwester sagen kann, das ist mein Bruder. Dass ich einen genialen Freundeskreis habe und nicht nur irgendwo erfolgreich bin vom Finanziellen, sondern auch einfach wirklich erfüllt bin und einen Beitrag leisten kann. Frau nicht zu vergessen, denn sonst wird noch jemand extrem wütend auf mich sein, Leute. Ihr wisst wer. Aber es hat lang gedauert. Also ich bin durch die Schule durch und ich wusste schon diese ganzen Dinge. Ich wusste, ich will mal was Besonderes werden. Ich wusste, ich will irgendwas reißen. Und meine Mutter hat mir auch immer gesagt, Karl, du bist was Besonderes. Du kannst im Endeffekt alles erreichen, du kannst alles machen. Und ich habe auch geglaubt, aber ich wusste nicht wie. Und als es dann natürlich zum Abi kam, das war klar, also man muss ja Abitur machen, dachte ich mir, zumindest mal damals, dann ging es darum, was soll ich jetzt studieren? Und ich habe mir wirklich lange überlegt, machst du das, was du eigentlich willst, also Sport und Ernährung? Oder gehst du her und machst was Sinnvolles wie Ingenieurwesen oder BWL, Jura, Medizin war lange Zeit mal hoch im Kurs. Habe ich mir das Medizinstudium so angeguckt und dachte, hey, das ist doch eigentlich, ja, wie schon gesagt, ein Medizinstudium. Da geht es gar nicht wirklich um die Ursachen, sondern eigentlich nur die Symptome zu behandeln mit irgendwelchen Medikamenten. Da dachte ich mir, nee, BWL machst du auch nicht, das machen doch so viele Leute. Mathe oder Ingenieurswesen ist jetzt auch zu krass, weil du willst ja auch businesstechnisch was reißen. Also mache ich mal so eine Mischung, Wirtschaftsingenieurwesen, also der wirtschaftliche Teil war dann Immobilienwirtschaft und der Ingenieursteil war dann im Endeffekt Bauingenieurwesen. Aber während dem ganzen Studium wusste ich schon, boah, irgendwie, ich will das nicht wirklich machen, da sind extrem viele Dinge dabei, die gefallen mir nicht. Und dann habe ich Praktikas gemacht und dachte, ich fühle mich einfach in dieser Arbeitnehmerrolle irgendwo unwohl. Und ich dachte mir, ich will irgendwas Eigenes machen, da muss es doch noch mehr geben. Aber ich wusste einfach nicht wie. Ich hatte keinen richtigen Ansatz, weil das bekommst du nirgends vorbeigebracht. Niemand sagt dir im Endeffekt die Dinge, die erfolgreiche Menschen machen, wie sie rauskommen, wie sie anfangen, die Fähigkeiten, die man dazu braucht, das Team, was man sich dazu aufbauen muss. Und dann kam es bei mir an einen Punkt, wo ich persönlich im Studium einfach, ja, ich hatte einfach keinen Bock mehr und dann kamen noch finanzielle Geschichten dazu. Ich war ja ganz am Anfang in der Studentenverbindung, habe da, glaube ich, nur 110 Euro pro Monat bezahlt, Miete. Und dann bin ich in eine schönere Wohnung rein, habe auch als Personal Trainer gearbeitet. Aber ich habe dann noch ein paar Fehlentscheidungen getroffen, hatte Investitionen. Und dann war ich wirklich finanziell extrem klamm. Und dann ist noch eine riesen Scheiße passiert. Ich bin mit dem Audi A4 Cabrio von einem Kollegen, was nur
Teilkasko versichert war, in den anderen reingefahren. Also ich hatte einen Auffahrunfall und dann kam da x-tausend Euro Schaden auf mich zu. Ich konnte nur einen Teil abbezahlen und mein Kollege musste im Endeffekt das Auto reparieren und meinte, hey Karl, ich brauche irgendwie die Kohle. Und dann habe ich meine Wohnung untervermietet damals in Stuttgart, bin also selber raus, dass ich von einem anderen die Miete beziehen kann und bin dann nach München und habe dann dort angefangen bei dem Bruder vom Kollegen mit Wohnungen im Endeffekt renovieren, möblieren, alles Mögliche. Also ich war in dieser Immobilienverwaltung im Endeffekt mehr oder weniger so das Mädchen für alles und habe mich dann dort hochgearbeitet und habe dann dort immer entweder den ganzen Tag auf den Baustellen gearbeitet, dann in der Sauna gepennt auf so einer Matratze, im Endeffekt auch noch so in einem Baustellenszenario. Und dann dachte ich mir, boah krass, ich will irgendwann mal diese Penthouse-Wohnung hier haben im 5. Stock. Ich will die irgendwann mal haben. Wusste aber auch natürlich absolut nicht, wie ich das machen soll. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe den YouTube-Channel angefangen, mir da Partner gesucht und habe dann irgendwann nach 9 oder 10 Monaten schon 100.000 Abonnenten gehabt, habe dann mein Fitnessprogramm gelauncht, was dann wirklich tausende von Menschen gekauft haben. Die brutalsten Vorher-Nachher-Bilder, geilste Resonanz und dachte mir so, boah, geil. Dann bin ich nach München und konnte mir dann dieses Penthouse, was ich immer schon haben wollte, wo ich im Endeffekt auf einer Matratze in der Sauna gepennt habe, genau dieses Penthouse konnte ich mir dann leisten. Ich konnte in einem richtig geilen Penthouse wohnen, habe mir dann den M6 geholt, dann habe ich mir den Ferrari geholt. Jetzt hier sitze ich im Porsche drin und es ging auch alles so schnell. Also das Leben kam mir wirklich vor im Endeffekt wie so ein Film, wie ein Traumleben. Also wie so der, nicht der American Dream, sondern weil es in Deutschland war, der German Dream. Und dann 1,5 Jahre danach konnte ich sogar mit Leuten, die will ich jetzt hier gar nicht namentlich nennen und ich will jetzt auch gar nicht sagen, wo das alles war, weil da sind Partner mit drin, das muss auch irgendwo noch privat bleiben. Ich konnte mir dann das ganze Gebäude im Endeffekt kaufen. Und dachte mir so, boah krass Mann, was geht eigentlich ab? Und dann habe ich im Endeffekt reflektiert, was habe ich alles gemacht? Was habe ich alles gelernt? Welche Eigenschaften habe ich mir angeeignet? Und wie bin ich im Endeffekt von jemandem, der ein paar Euro pro Stunde verdient hat, weil er halt auf dem Bau rumgearbeitet hat, wie konnte ich dahin kommen, wo ich dann in dem Augenblick war? Wie kam ich dahin, dass mich hunderte, tausende Menschen kennen? Wie kam ich dahin, dass Leute meine Fitnessprogramme machen? Dass Leute unter das Video schreiben, sie sehen mich als Vorbildfigur, als Vorbildfunktion. Dass Menschen mir schreiben, dass meine Videos sie motivieren zum Training, zur Selbstständigkeit, zum Durchziehen bei der Schule, Ausbildung, Beruf, Arbeit. Es war dann sogar mal so weit, dass mir 6 Leute, die zwischen dem Alter von 45 bis 60 gesagt haben, sie haben sich schon seit 10 Jahren überlegt, sollen sie doch mal kündigen, das war dann ein großer deutscher Arbeitgeber, das waren alles Ingenieure, sollen wir kündigen und uns selbstständig machen. Und durch Videos von mir haben die dann gesagt, hey, sie gründen ein eigenes Ingenieurbüro und haben mir dann nach einem Jahr eine Mail geschrieben, wie geil sich ihr Leben verändert hat. Und ich dachte mir, das gibt's doch nicht, Mann, was kann ich denn für einen Impact haben? Wie bin ich im Endeffekt, wie habe ich es geschafft, mich irgendwo für den Markt, für die Gesellschaft so wertvoll zu machen, dass ich tausende von Menschen erreiche, deren Probleme irgendwo lösen kann oder die Menschen dazu anstoßen kann, ihre eigenen Probleme zu lösen und dadurch so einen massiven Mehrwert zu schaffen. Wie konnte ich im Endeffekt diese Leiter aufsteigen, dass ich in der Gesellschaft so einen großen Beitrag leisten konnte im Endeffekt? Und wenn ich jetzt zurückspule, dann kommen mir da jetzt ein paar Sachen in den Sinn. Und zwar das erste war, ich habe immer das gemacht, was jetzt im Augenblick notwendig war. Ich habe im Endeffekt gemacht, was immer es auch gebraucht hat, um nach vorn zu kommen. Auch wenn es geheißen hat, irgendwo auf Matratzen oder auf Couchen zu pennen, meine Wohnung unter zu vermieten. Ich wusste auch immer, es gibt Millionen von Menschen, geht es noch tausendmal schlechter. Dann nebenher studieren, arbeiten, neues Business hochziehen, alles in einem. Prüfungen schreiben, 3-4 Stunden am Tag pennen, wirklich so viel aufzuopfern, die Freunde gehen zum Party machen, um mich rum in München, nur reiche Menschen, ich sehe die krassen Autos und ich denke mir, wie komme ich da hin? Wie kann ich im Endeffekt Herr meines Lebens werden? Wie kann ich mir mein Leben aufbauen? Und
Ich habe dann gesehen, zum einen mal, Punkt Nummer eins, ich habe einfach immer alles gegeben, egal was es war. Und mir war klar, ich muss einfach mal 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahre so hart arbeiten, wie es geht. Und auch Dinge machen, die ich einfach nicht machen will. Dinge machen, auf die ich keinen Bock habe. Und es gibt keine wirkliche Abkürzung. Jeder muss irgendwann mal seinen Zoll zahlen. Jeder muss einmal im Leben den Preis des Erfolgs zahlen. Und man muss es einfach machen und es geht nicht anders. Und ich habe dann für mich im Bodybuilding gelernt, dass man zuerst Geld, Zeit, Blut, Tränen, Schmerz, Leidenschaft, Opfer bringen muss und erstmal investieren muss, erstmal in Vorleistung gehen muss. Und dann erst nach 6, 12 Monaten, einem Jahr, 2 Jahren, diese Früchte, die man gesät hat, die kann man dann erst später ernten. Es gibt eine Pflanze, eine Bambuspflanze. Die pflanzt man ein und der Bambusbauer, der muss diese Pflanze 7 Jahre lang, 7 verdammte Jahre lang wässern, füttern, schützen vor Stürmen, vor Gewitter, vor allem Möglichen. Und nur dann nach 7 Jahren, wenn man alles richtig gemacht hat, dann kommt potenziell der Bambussprossen raus. Und dann wächst er sofort von einem auf den anderen Tag meterweise nach oben. Und viele Menschen haben so dieses Ding, man kommt im Endeffekt über Nacht zum Erfolg, aber das ist nicht wahr. Vorbereitung trifft eine Möglichkeit. Und ich habe einfach gelernt, dass ich im Bodybuilding alles kontrollieren kann. Ich kann mein Leben kontrollieren. Ich kann was reinstecken. Ich kann die Pflanze, die ich selber bin, wässern und irgendwann kommt dann was raus. Und wenn ich gewillt bin, einfach alles zu geben, dann kann ich nicht nur meinen Körper aufbauen, sondern dann kann ich auch wirklich jeden anderen Lebensbereich aufbauen. Ich kann mir mein Team bauen. Ich kann mir meine Arbeitssituation bauen. Ich kann mir meine Projekte bauen. Ich kann jetzt arbeiten, wo ich will, wann ich will, mit wem ich will, an den Projekten, an denen ich arbeiten will. Aber ich muss einfach vorbereitet sein, denn irgendwann kommt diese Chance, kommt diese Möglichkeit. Irgendwann kann dann dieser Durchbruch kommen. Aber ich muss vorher die Arbeit reingesteckt haben. Ich muss in irgendwas gut werden. Ich muss in irgendwas ein Experte werden. Und auch wenn alle anderen Menschen während dieser Zeit sagen, das geht nicht, das kann man nicht machen. Karl, du willst Fitnessmodel oder Fitnesstyp werden. Du hast doch gar keine Haare mehr. Du hattest Haarausfall. Du willst vor Tausenden von Menschen sprechen. Karl, du warst Stotterer. Du konntest nicht mal in der Schule irgendwie was vorlesen, ohne dass du rumgestammelt hast. Das war doch peinlich. Was soll die Scheiße eigentlich? Was stellst du dir eigentlich vor? Was denkst du dir? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und dann kam die Stimme von meiner Mutter immer wieder. Karl, du bist was Besonderes. Du kannst was reißen. Du wirst was machen. Ich glaube an dich. Und ich wurde immer skeptisch angeschaut. Ich dachte mir, Karl, was mache ich da? Die ersten YouTube-Videos, die ersten 50 Stück gelöscht. Und es war auch teilweise echt unangenehm. Und meine Freunde, Verwandte, die haben das am Anfang belächelt und dachten, was machst du da? Aber du musst dich wirklich im Leben vorbereiten. Und du kannst dein eigenes Leben bauen. Du kannst deine eigene Geschichte schreiben. Du hast im Endeffekt einen Stift in der Hand. Und schreibst deine eigene Story und lass dir diesen verdammten Stift bitte nicht aus der Hand nehmen. Du schreibst deine eigene Story. Arbeit hart, glaub an dich, hör nicht darauf, wenn andere Menschen sagen, dass es nicht geht. Mach das bitte wirklich und eines Tages kommt dann diese Möglichkeit. Und wenn nicht hier in Deutschland, wo dann? Wir haben kostenlose Bildung, wir haben das Internet, wir haben Bücher, wir können Experten zuhören, wir haben Bibliotheken, wir haben Fitnessstudios, wir haben eine Infrastruktur. Wir haben wirklich eine Ordnung, wir haben Finanzsysteme, wir haben eine Justiz, wir haben Polizei. Ich meine, wo gibt's diese Möglichkeiten? Wo gibt's diese verdammte Möglichkeiten? Wir haben im Endeffekt alles, was wir brauchen. Es wird nicht mehr leichter als heute, aber es war auch nie so schwierig wie heute. Weil es gibt jetzt Hunderttausende, Millionen, sogar Milliarden von Menschen, die auch irgendwann mal was reißen wollen. Und die werden sich in Arsch aufreißen. Ich kann dir mal eine Sache sagen. Wenn die Inder, die Asiaten, wenn Leute, die nichts zu fressen hatten, wenn die mal hochkommen, wenn die Möglichkeit bekommen, sich zu bilden, in die Schule zu gehen, Internet zu haben, fließendes Wasser zu haben, Einkaufsmärkte zu haben, Gyms zu haben, was glaubst du, wie diese Menschen dann in Arsch aufreißen werden? Das heißt, gib jetzt bitte verdammt nochmal Gas. Und die Wahrheit ist einfach die. Es liegt nur an dir. Und auch wenn du dir jetzt selber sagst, boah, wie sollen ich das machen? Wie sollen ich das schaffen? Eine Sache kann ich dir garantieren.
wenn du es nicht probierst, wenn du dir keine Ziele setzt, wenn du an deinen Träumen nicht festhältst, dann kann ich dir eine Sache garantieren. Dann wird nichts passieren. Das heißt, du musst zumindest mal im Spiel sein. Du musst dich zumindest mal aufstellen lassen und du musst auf dem Feld auflaufen. Und du musst diese verdammte Luft einatmen, die gefüllt ist mit einer Mischung aus Angst, aber auch Mut, Hoffnung. Diese Luft, die dir sagt, du kannst jetzt jeden Augenblick den Ball bekommen. Und dann musst du vorbereitet sein, dann kannst du aber auch gefoult werden, du kannst auf die Fresse fliegen. Und bei mir war es ja auch so, Leute, ich habe den Ball zugespielt bekommen und ich bin gerannt und ich habe die Tore geschossen. Und dann bin ich auf die Fresse gefallen und dann habe ich mich ja wieder hochgekämpft die letzten 1,5 Jahre, habe mir ein neues Team aufgebaut, neue Unternehmen gestartet, bin neue Wege gegangen, habe neue Maßstäbe gesetzt, habe mich wirklich wieder neu erfunden, bin im Endeffekt wie ein verdammter Phönix aus der Asche irgendwo auferstanden. Und Leute, in jedem von uns steckt irgendwas Besonderes drin. Und bei all dem, was ich jetzt gelernt habe in den letzten Jahren, kann ich nur eine Sache sagen. Du brauchst Hoffnung, du brauchst Motivation und du musst hart arbeiten. Und ich will einfach jedem, der da draußen ist und der momentan nicht weiß, was er machen soll. Ich war da auch irgendwann. Jeden, den ich kenne, der extrem erfolgreich ist. Verlieren gehört zum Gewinn dazu. Man hat am Anfang diesen Ansatz nicht. Man weiß nicht, wo es hingeht, aber man darf nicht aufhören, hart zu arbeiten. Und alles, was ich tun konnte, war im Endeffekt herzugehen und jetzt diesen neuen Content rauszubringen auf YouTube. Ihr habt jetzt die letzten paar Monate meine Videos gesehen. Ich gebe im Endeffekt alles. Ich gebe auch so viel ich kann einfach auf YouTube raus. Und ich habe die ganzen Punkte, alles, was ich gelernt habe, alle Erfolgseigenschaften, das ganze Wissen von mir, von meinen Mentoren, von Experten, von Coaches, von extrem erfolgreichen Menschen, von Büchern und das Allerwichtigste, von meinen persönlichen Erfahrungen, denn ich habe jetzt schon verdammt viel hochgezogen, ich habe andere Menschen großgezogen, ich habe 100.000 von Menschen bis jetzt helfen können, was mir im Endeffekt die größte Erfüllung gibt. Und schlussendlich konnte ich jetzt diese ganzen Sachen in einem Kurs zusammenpacken. Das heißt, geht es da unten auf die Seite, holt euch die kostenlose PDF zum Downloaden. Ein paar wichtige Punkte zusammengefasst, fangt mal da an. Auf dieser Seite werdet ihr in der nächsten Zeit 3 sehr wichtige Videos von mir bekommen. Denn ich persönlich, wenn ich was Neues lernen will, ich will wissen, dass der, von dem ich lerne, in dem Fachgebiet nicht nur das theoretische Wissen hat, sondern dass es auch wirklich praktisch angewandt hat, dass er Erfahrung hat, dass er ganz genau weiß, was läuft. Und deswegen habe ich dieses erste Video gemacht, um zu erklären, was ich in welchen Bereichen erreicht habe und warum ich es würdig bin, dass man mir zuhört und dass ich die Kredibilität habe, dass man sagen kann, hey, der hat es vorgemacht, und jetzt schaue ich mir im zweiten Video an, was hat er dabei alles gelernt, welche Fähigkeiten, welche Eigenschaften, welche Tipps, welche Tricks. Und dann im dritten Video gehe ich her und erkläre, was alles Schritt für Schritt in diesem Kurs gelehrt wird, was du dir dort aneignen wirst und wo du diese Dinge anwenden kannst in deinem Leben, in deiner Situation und wie du das Ganze benutzen kannst, um dir auch dein Leben genauso aufzubauen, wie du es haben möchtest. Ich bin einfach extrem froh, dass das jetzt alles fertig ist. Das waren die letzten Wochen extrem viel Arbeit mit meinem Team, mit meinen Leuten und es ist endlich fertig. Es kommt extrem bald raus. Und ob ihr den Kurs macht oder nicht, ich hoffe einfach wirklich von meinem Herzen, dass euch dieses Video Hoffnung gegeben hat, egal wo ihr seid. Ob ihr auf eurem Weg schon seid, ob ihr noch gar nicht wisst, was läuft, ob ihr schon erfolgreich seid, 20.000 Euro im Monat verdient, aber euch trotzdem denkt, das kann es doch nicht gewesen sein, ich fühle mich irgendwo trotzdem nicht erfüllt. Und das will ich euch auf den Weg geben und ich bin jedem Einzelnen von euch dankbar, dass er auch mich auf meinem Weg begleitet hat, unterstützt hat und dass er auch mir ermöglicht hat, mir das aufzubauen, was ich auch jetzt aufgebaut habe. In diesem Sinne, haut rein, bis dann.